Dämonenmal? Bei Boron. Ihr scherzt, Kollege. Aber wenn jeder, der von Kopf bis Fuß schwarz ist, ein Dämonenknecht wäre... Wie bitte? Nein, er ist nicht aus Alpha. Ich weiß. Ja, ich habe auch gehört, dass er ein Elf sein soll. Na und? Kann man da nicht auch schwarz sein? Schließlich gibt es ja auch Schwarz-Oger. Aurelia Lomarion Florius, Schiffsmage aus Alanfa, über den Sultan Dolguruk, neuzeitlich. Ich habe die Gesetze nicht gemacht, ich vollstrecke sie nur. Sultan Dolguruk von Talusa. Und so beginnen wir. Im Winter des Jahres 1031 nach Bosbarans Fall, ein schneidend kalter Wind geht durch die Gassen und Straßen, die gerade vor euch und um euch herum aufgebaut werden. Frisches Bauholz wurde beschafft und vor einiger Zeit sind die Helden in Richtung Norden aufgebrochen. Ihr derweil seid hier geblieben und schließt euch den Flüchtlingsströmen an, die nach Essen und Bauholz schreien. So habt ihr euch am Morgen des Tages aufgemacht, um wieder einmal den Ansprachen von Wilbur von Rabenmund zu lauschen, dem Vogt der Effertperlen. So steht ihr nun, hört zu, was er so denn zu sagen hat, welche Neuerungen es denn gibt und welche Nachrichten aus den fernen Landen. Und nachdem er seine Ansprache beendet hat, bleibt er noch etwas auf dem Balkon des Blauen Palastes stehen und wartet, dass sich die Menge verstreut. Merkt dann aber noch einmal auf, hebt seine Hand. Apropos! Ich habe tatsächlich noch einen Auftrag für etwas zusätzliches Gold oder etwas Essen für göttergefällige Leute, die den Helden zuarbeiten wollen. Wir haben tatsächlich einen gefährlichen Auftrag. Wer sich diesem annehmen möchte oder etwas mehr erfahren mag, der darf gerne eintreten. Ich werde euch und sie dann darüber informieren. Und so wartet er wieder ein bisschen, bleibt stehen. Und geht dann wieder in das Innere des Blauen Palastes. Ihr könnt dann sehen, wie dann wohl die Palastwachen, die es dann hier sporadisch gibt, auch die Türen öffnen und auch Einlass in den Blauen Palast gewähren. Oh, das wird aber auch Zeit. Hey, Rogel, Preodur. Das klingt doch noch was für uns. Ja, ich habe fleißig geübt, müsst ihr wissen. Aber in diesem Tempel, wo die mich immer wieder rauswerfen. Ich habe fleißig geübt, ja. Hm. Ich hab schon zweimal getroffen. Ravigo hat versprochen, dass egal was als nächstes aufkommt, dass wir uns darum kümmern dürfen. Und ich will den Mann beim Wort nehmen. Nun, es geht nicht ausschließlich um monetäre Angelegenheit. Die Interessen der 12 göttlichen Kirchen durchzusetzen, das ist unsere Aufgabe. Aber nichtsdestotrotz können wir uns anhören, was der Vogt zu sagen hat. Ja, und so gefährlich wird es schon nicht sein, nicht wahr? Stimmt. Nun, wir wollen einmal sehen. Wollt ihr uns begleiten? Ja, natürlich. Ja. Na, seitdem Travigor da seine Baronie hat, ist das Geld ja sowieso kein wirkliches Problem mehr. Irgendwoher kommt es irgendwie. Nun, wir haben natürlich Anstrengungen getroffen, dass die Baronie einigermaßen läuft und nun ja Träger abwirft. Schließlich muss ja 10 bezahlt werden. Ja, ich verstehe zwar nicht genau, wie das funktioniert, da wir uns alle hier befinden und irgendwer ja unsere Aufgaben erfüllen muss, aber Ravigor und die Leute, die er um sich geschaut hat, scheinen ja ein Händchen dafür zu haben. Und ich freue mich, endlich mal wieder auf Abenteuer gehen zu können. Deswegen sind wir doch eigentlich hergekommen und jetzt sind wir schon Wochen in der Stadt. Ja, ist aber auch eine schöne Stadt. Also bis auf die kaputten Häuser und die ganzen anderen Leute, also... Also, ja, schön hier. Es ist eine Schande, dass es hier kein Prius-Tempel gibt. Wenn ihr wollt, könnt ihr nächstes Mal mitkommen zu dem Tempel, wo ich immer wieder rausgeworfen werde. Es ist ein bisschen rabiat, aber ja, vielleicht wollt ihr da auch nicht hin. Während ihr euch im kleinen Atrium des Blauen Palastes versammelt habt, viele sind nicht euch gefolgt. Man ist so ein bisschen sporadisch in Richtung des Palastes gegangen, aber wenn man dann sieht, dass auch Preodur unterwegs ist, der dann göttergefällige Aufgaben macht oder der große Ronga mit seinem Schwert, hat man dann wohl irgendwie eingesehen, dass es nicht ganz deren Kragenweite ist, zumindest nicht die für generische Flüchtlinge. Aber ein weiterer, ja, Seemann, würdet ihr sagen, hat sich aufgemacht und steht jetzt wartend im Inneren des Blauen Palastes, im Atrium und blickt dann nach oben zu dem Geländer, zu dem Balkon, teilweise dann eben auch zu euch rüber. Greldig, eine Beschreibung bitte. Ja, ihr seht einen sehr groß gewachsenen, fast 1,90 Meter großen, würdevoll
ziemlich abgerissenen älteren Herrn. Trägt ein blaues Kopftuch, langer grauer Bart, tätowierte Unterarme. Ihr scheint da eine Tätowierung eines Wals auf seinem linken Unterarm ausmachen zu können. Trägt einen Säbel, zwei Wurfbeile in seinem Gürtel und hat einen Seesack und über die Schultern geschlungen und mehrere Beutel an seinem Gürtel befestigt, in denen allerlei Krams zu sein scheint, und hat sich hinter euch recht rabiat durch die Menge geknufft, um Einlass zu erhalten. Blickt euch relativ musternd und ja, abschätzig an. Nun, Seemann, ihr habt euch also auch eingefunden, um den Anforderungen des Vogts gerecht zu werden? Nun ja, er hat gutes Gold für gute Arbeit versprochen. Das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Noch dazu, wenn es für einen guten Zweck ist. Nun, Preyos gestattet, mich vorzustellen. Preyo Dürr von Grauningen und meiner Begleiter Haldan Rogel und Ronga. Und wie ist euer werter Name? Greldig, der Seemann. Angenehm, euch kennenzulernen. Nur Greldig, habt ihr keinen Familiennamen? Nein, in der Tat nicht. Bin schon zu lange auf See, als dass ich noch mit meiner Familie Kontakt hätte. Das kann ja mal passieren. Haldan hält dir seine Hand hin. Also ich bin Haldan. Angenehm, Haldan. Und Greldig schlägt mit seiner starken, schmieligen Hand in die deine ein. Also, ich müsste meine Hand nicht so wegschlagen. Also, aua. Der fängt an, sich die Hand zu reiben. Er ist auch so kräftig wie du, Ronga. Der ist auch so kräftig. Ja. Schön, euch kennenzulernen. Ronga reicht dir auch die Hand. Testend mal ein bisschen zudrücken, um deine Körperkraft zu testen. Und nickt dir dann zufrieden zu. Ein Mann wie du können wir gebrauchen. Seine seegrünen Augen mustern dich und die Hand hält deinem Druck durchaus statt. Kräftiger Mann. Ich weiß nicht, um was genau es geht, aber wenn wir einen weiteren Kampferfahrenen, zumindest jemanden Seetüchtigen bei haben, möglicherweise müssen wir ja mit dem Schiff los. Kann das nicht schaden. Nun, dann wollen wir einmal vorsprechen beim Vogt, würde ich vorschlagen. Ja, während du das gerade sagst, kannst du sehen, wie Wilbur noch an die Balustrade herantritt, blickt dann auf euch unten im Atrium heran, schüttelt so ein bisschen meinen Kopf. Ach, nur vier Leute. Na gut, dann kommt mal nach oben. Da ist es etwas bequemer und wenn tatsächlich nur vier Leute gewillt sind, sich ein Zubrot zu verdienen, dann machen wir uns das alle oben etwas gemütlicher. Damit deutet er nach unten auf eine Tür und durch die könnt ihr dann eintreten, eine Treppe nach oben gehen und euch dann auf bequemen Sitzsäcken niederlassen. Gibt's was zu trinken? Ja, selbstverständlich. Also es ist dann auch Tee schon wohl nicht für euch eingedeckt, aber auf ein paar Worte kannst du dann schon sehen, wie wohl ein Diener von unten dann hinter euch die Treppe eben nach oben eilt und weitere Ton- oder Porzellanservice dann dort hinstellt. Tatsächlich das gute Porzellan aus dem Palast, was dann gereicht wird und dann noch für euch weiter eindeckt, auch wenn ihr nicht eingeplant wart. Neben euch könnt ihr noch eine weitere Person erkennen, einen unglaublich alten Thulamiden. Er hat zwar so ein Zwicker, ein Sichtglas auf seiner Nase sitzen, aber trotz dessen kannst du sehen, dass wohl seine Augen grau und blind sind. Auch wenn er ja, vielleicht auch nicht mehr ganz so gut hören kann, scheint zumindest so ein bisschen verloren, auch wenn er dann auf dem Sitzsack sitzt. Und Wilbur lässt sich dann ebenso auf einen der Sitzsäcke nieder und wartet dann, dass die Diener nach draußen gegangen sind. Also gut, dies hier ist der alte Sklave Saidan al-Mahmur und er ist nun ein Überbleibsel von El-Harkir, dem Kaputan Pascha. Den berüchtigten Piraten? Korrekt. Derjenige, der damals den bösartigen Darion Paligan gefangen nahm im Alanfanischen Hafen und ihn blendete, ihn in die Sklaverei verkaufte
dieser Kabudan Pascha, der Meereskapitän, ein Novadi, der berüchtigt ist und zahlreiche Ableger produziert hat, die aktuell um sein Erbe streiten. Nun, was hat dieser Pirat mit uns zu schaffen, wenn ich fragen darf? Salam. Ich bringe Nachricht aus Talusa. Die brachte er tatsächlich. Saidan erzählte mir, dass er gemeinsam auf der Suche nach einer Schwachstelle aufgebrochen ist. El-Hakir selbst hat vor, nun, es waren sicherlich mehr als 40 Jahren, ich bin darüber nicht ganz informiert, aber wohl mehr als 40 Jahre wird wohl schon hinkommen. Er macht sich viele Vorwürfe darüber, dass er den Piraten geblendet hat und dass er nun zu dieser Geißel des Meeres wurde. Daraufhin suchte er selbst nach der Schwachstelle und daraufhin ging er zurück an die Stelle, wo er den Sklaven einst verkaufte, wo er in die Sümpfe geschickt worden ist und geblendet wieder herauskam. Nun, El-Hakir ist gemeinsam mit Saidan al-Muhmur aufgebrochen und gestorben. Er hat in Talusa recherchiert, er ist in die Sümpfe aufgebrochen, hat seinen alten Sklaven zurückgelassen und als er dann wieder zurück in die Stadt eintrat mit einigen Informationen, die er aus dem Sumpf und den Echsendörfern wiederbrachte, wurde er aufgeschnappt von den Schergen des Sultans, der schwarze Dol Guruk, falls er euch etwas sagt. Nun, wir hörten Gerüchte über einen Gewaltherrscher im Süden. Das ist wohl dort im Süden an der Tagesordnung. Ja, er ist grausam. Ein grausamer Schwarzalb. Nun, es ist richtig, was Wilbur sagte. Ich habe den Tod angesehen. Er wurde von Dol Guruk gerichtet, ins Loch gesperrt, gemeinsam mit mir. Auch ich als einfacher Sklave wurde verkauft. Mein Meister allerdings, der rote El-Hakir, sein Kopf ziert seinen Schädelsaal. Ich bringe die Nachricht. Er hat die Schwachstelle gefunden, aber nun, die Spur verliert sich im Sumpf. Wir müssen... Er hat dort mit einem Ahmed Ben Jalif gesprochen. Er hat ein Holzbein und bewirtet wohl ein Hotel. Ihm hat er die Bücher gegeben, bevor er festgenommen worden ist, bevor er gerichtet wurde. Wir müssen die Bücher finden oder die Überbleibsel. Sonst war alles umsonst. Und wir werden Palli gar nicht aufhalten können. Nun, dies hört sich nach einer wahren Mission für jeden 12 Göttergläubigen an, nicht wahr? Sagt, habt ihr ein Schiff? Wie seid ihr hier gekommen? Ich habe kein Schiff. Nein, ich bin mit Händlern hierher gekommen. Wir können euch ein Schiff stellen, das ist kein Problem. Nun, wir haben eine zweimastige Kogge, die bereit ist, auszulaufen aus dem Bornland. Sie wird euch allerdings dort nur absetzen. Und ihr müsstet dort selbst recherchieren. Eventuell setzt euch mit dem Effertempel in Verständigung. Vielleicht kann er eine Ausreise arrangieren. Bornländische Seefahrer. Naja, besser als nichts. Das Schiff liegt im Hafen und wartet auf, nun ja, tapfere Recken, auch wenn es nur vier sind, die sich dieser Fährte in Talusa annehmen. Ihr müsst es finden, das Buch. Sonst war alles umsonst. Oder ihr brecht selbst in die Sümpfe auf. Nun, wir werden sehen, was sich ergibt. Nun, Ronga, was denkt ihr davon? Also, für mich hört es sich um einiges besser an, in die Sümpfe aufzubrechen, als einigen Büchern hinterher zu jagen. Aber ich denke, wir werden bessere Einschätzungen haben, wenn wir erst einmal in Talusa gelandet sind.
Ich halte das jedoch von dem, was uns bisher erzählt wurde, für ziemlich schwierig. Der Einzige, der uns helfen könnte, wäre wohl dieser Pirat. Und wir können nicht die Sümpfe blinks durchsuchen, um diese Stelle zu finden. Das ist wie die Nadel in einem Heuhaufen. Die Sümpfe um Talusa sind berüchtigt. Es hat seinen Grund, warum die Stadt nur vom Meer erreichbar ist. Wir sollten uns auf die Bücher konzentrieren. Wenn wir die Möglichkeit haben, sie in unseren Besitz zu bringen, dann klingt das wesentlich aussichtsvoller, als eine blinde Suche in den Sümpfen zu veranstalten. Findet diesen Ahmed bin Chalif. Er muss es haben. Er muss es haben. Aber nehmt euch vor ihm in Acht. Immerhin ist mein Meister gestorben. Ich weiß nicht, wer ihn verraten hat. Talusa ist gefährlich. Nun, wie sagtet ihr, war der Name seiner Taverne? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass er ein Hotel führt. Mehr weiß ich nicht. Nun gut, wir werden vor Ort uns zurechtfinden, denke ich. Nicht wahr, Herr Rogel? Ich bin mir sicher, wenn ich mit dem Herrn rede, dann hilft er uns doch bestimmt. Oder nicht? Warum fragst du, Rogel, ob wir uns dort zurechtfinden? Hast du den Jungen denn nicht in Gareth erlebt? Ich habe mich nur zweimal verlaufen. Okay. Also, vielleicht öfter. Aber ich finde hier mich hier gut zurecht. Seht ihr? Er hat eine gewisse Bauernschleue, könnte man sagen. Ja, wir sind sehr schlau da auf dem Felde. Oh, davon bin ich überzeugt. Sonst hätten wir ihn nicht so lange mit uns rumgeschleppt. In jeder Hafenstadt sollte sich gesprächiges Volk finden lassen. So dass wir eventuell Hinweise zu dieser Taverne, dieses Ahmed Ben Chalif finden können. Ich habe im Vorfeld auch schon einmal mit unserem Esindegeweihten Wolfram Tannhauser gesprochen. Er war zwar selbst noch nicht dort, aber er weiß, dass es ein Praios-Tempel und einen Effa-Tempel gibt. Der Rashtula-Tempel soll wohl zugemauert sein. Der ehemalige Sultan war selbst ein Novadi. Der neue Herrscher jedoch hat den Glauben an Rashtula verboten. Deswegen ist der Tempel selbst zugemauert. Es sollen wohl aber immer noch Leute darin sich befinden. Es gibt vielleicht also, einen anderen Zugang. Zumindest sind sie nicht verhungert, auch wenn dies schon seit sicherlich 20 Jahren passiert ist. Es sind immer noch nur Badis darin. Sie werden versorgt. Nun, dieser Umstand spricht für den Herrscher, wenn er diesen Ketzerglauben verbietet. Ich muss mal ihm lassen. Einer der wenigen Sachen, die für Dolgoruk sprechen. Ansonsten solltet ihr euch eventuell nicht durch den Rasrak-Schrein aus dem Konzept bringen lassen, Prayodur. Es gibt wohl auch noch einen Al-Mahmud-Schrein. Zu dieser urtulamitischen oder alt-tulamitischen Gottheit weiß ich gar nichts. Und auch unser Hesinde-Geweihte konnte zu einem Al-Mahmud gar nichts finden. Nun, wir werden sehen, was dieser Ketzerkult in dieser Stadt wohl treibt. Nun, lasst uns erstmal aufbrechen nach Talusa. Ein Schiff, sagt ihr? Wie ist das Schiff gleich noch einmal? Die Santa Elida, eine zweimastige Kogge, die von einem bornländischen Kapitän gesegelt wird. Ich denke, wir werden die finden im Hafen, nicht wahr? Braucht ihr noch andere Informationen, bevor ihr aufbrecht? Sonst wünsche ich euch viel Glück und einen Erfolg. Nun, wir bräuchten alle Informationen, die ihr uns geben könntet. Natürlich. Also, ich habe bisher nur die Hälfte aufschnappen können. Ich hoffe, dass der große Kopf, den du da auf deinen Schultern trägst, ja, du den Rest aufgeschnappt hat. Natürlich. Ihr habt bisher nur unsere Aufgabe erwähnt, noch keine Form von Bezahlung. Nun, ich gehe davon aus, dass der Aufenthalt dort relativ gefahrvoll sein könnte. Ich werde euch selbstverständlich ein Handgeld von 50 Dukaten mitgeben, sagen wir so Spesen. Den Rest könnt ihr auch behalten. Solltet ihr erfolgreich sein, dann kann ich euch nochmal ein Handgeld von weiteren 10 Dukaten versprechen. Grelldick nickt stumm. Dafür bekomme ich ja mindestens 2 Ziegen. Nun, die bekommt wahrscheinlich mehr als 2 Ziegen für 50 Goldstücke. Aber nun, das ist allein nicht unser Antrieb, nicht wahr? Nein.
Wer weiß, ob wir eine Ziege nicht brauchen können. Ja, also aber ich krieg ja mein Geld von Travigor, das reicht mir. Ihr müsst wissen, die Stimmung in der Stadt ist angsterfüllt und bedrückt, unabhängig vom Tod des Kabudan Pascha. Das einfache Volk hungert. Solltet ihr eine Ziege mitnehmen, so nehmt besser 10 von ihnen mit. Nun, wir wollten keinen Viehtransport organisieren. Sagt, begleitet ihr uns oder verbleibt ihr hier im wunderschönen Lanka? Ich wurde aus der Stadt verbannt. Ich habe mich auf das Schiff des Händlers gerettet. Ich bin ein blinder Mann. Ich werde auch Maulwurf genannt. Mochmur. Wenn ihr mich nicht wirklich braucht, bleibe ich hier. Nun, wir wollen einen alten Mann schließlich nicht in Unglück stürzen. Bleibt ruhig und erholt euch gut hier von euren, nun ja, Sorgen und Nöten. Der Tod meines Meisters belastet mich schwer. Ja, wir werden mit Harkifer verfahren, wie man mit Pirat verfährt, nicht wahr? Er wird gerichtet werden, selbstverständlich. Aber das muss nicht eure Sorge sein. Nun, ich würde vorschlagen, wir brechen sofort auf, denn Müßiggang ist allerletzter Anfang, wie man so schön sagt. 2 milchig weiße Tränen rinnen an seinen blinden Augen entlang. Nein, nein, nein. Werdet doch nicht jetzt weich. Ihr habt so viel überstanden. Jetzt seid ihr in Sicherheit. Hier, Alterchen, trink etwas. Bitte gut tun. Bonga drückt ihm seinen Flachmann in die Hand. Ja, seine zitternden Hände nehmen ihn ab und er trinkt einen kleinen Schluck, wischt sich dann über seinen Bart und gibt dir dann die Flasche zurück. Gut, wollen wir? Oder brechen wir? Ich weiß nicht, wie das so mit der Seefahrt ist. Bricht man nicht normalerweise immer früh morgens auf? Also sehr früh. Nun, wir müssen erst einmal das Schiff finden. Der Kapitän wird schon sagen, wann wir aufbrechen, vermute ich. Ja, wir sollen. Eine Kogge, hat er gesagt. Weiß jemand, was eine Kogge ist? Nur ein Schiff, vermute ich. Ja, aber bestimmt irgend so eine Art von Schiff, oder nicht? Er sagte einen Zweimaster, glaube ich. Zweimaster, korrekt. Sehr bauchig, aber der Name des Schiffes steht auch daran. Wenn man genug Leute am Kragen packt und schüttelt, dann weiß schon irgendwer, wo dieses Schiff ist. Wer muss denn schon lesen können? Nun, wir könnten einfach den Hafenmeister fragen, wo sich dieses Schiff aufhält, oder einen Matrosen, der da in der Gegend herumstreunert und nichts zu tun hat. Aber das wäre nicht so lustig. Es sollte kein Problem sein, diese Kogge ausfindig zu machen. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, weil Koggen eher Transportschiffe sind, aber wir werden ja nicht die übelste See zu befahren haben darin. Nun, Preis wacht über uns. Was kann uns schon passieren? Ja, Wilbur zählte derweil 50 goldene Münzen ab und wirft euch dann ein großes Säckelchen zu. Olm Prio, du wirfst das zu. Ha, vielen Dank. Ich werde es gut verwahren und verwalten. Wenn ihr nichts dagegen habt. Nun, es ist euer Spesengeld. Wenn ihr meint, dass ihr die 50 Dukaten dem Praios Tempel spendet, dann sei es so, aber stimmt euch im Vorfeld bitte mit euren Mithelden ab. Immerhin hängen eure alle Leben an dem gleichen Strick. Natürlich, natürlich. Gredig, was verlangt ihr für eure Dienste? Wir sind 4 Helden. Ein Viertel wäre angemessen. Nun gut. Abzüglich der Spesen natürlich. Natürlich. Wir werden euch ausbezahlen, wenn diese Sache überstanden ist. Und falls ihr Geld braucht, sagt ruhig Bescheid. Braucht ihr etwas aus Janka? Ich bin eingedeckt mit Vorräten und bereit, in See zu stechen, wann ihr seid. Nun, dann lasst uns doch gleich aufbrechen und nach diesem Schiff suchen. Ja, so könnt ihr euch das Säckelchen in den Gürtel schnallen und mit einer Hand daran durch die Gassen in Richtung des Hafens streifen. Könnt ihr dann noch einmal auf den
Tempel, Bibliothek möchte man nicht sagen. Es ist ein abgebrannter Bau, der jetzt wieder im Aufbau ist. Ihr könnt dann an Wulfhelm Tannhauser vorbeischreiten und euch dann zwischen den verschiedenen Schiffen eine Kogge heraussuchen, die dann auch den richtigen Namen aufweist. Ein paar Matrosen, die gelangweilt oben auf den Segeln sitzen und auf Aufträge warten, und ein sehr brummeliger Kapitän, der hinten am Heck steht und wohl irgendwas Bornländisches singt und schnalzt. Wenn ihr dann über die Planken herantretet, noch einmal einen weiteren Blick auf den Namen werfen. Ja, Santa Elida, ihr seid hier richtig. Könnt ihr euch dann dem Kapitän vorstellen. Ah, da ist Vidania. Ich bin Vasili. Ihr seid die Helden, da? Ihr seid angekündigt von Wilbur, da? In der Tat, wir sind die Helden. Wir haben eine Mission in Talusa zu erledigen. Dies bedarf keines Aufschubs. Da, kein Problem. Ich kann los. Wir haben alles geladen, was wir brauchen. Nun, wunderbar. Dann weist es uns auch unsere Kabinen zu. Kabinen? Ihr könnt eine Hängematte haben. Ja, viel mehr brauchen wir auch nicht. Wie lange fahren wir denn? Nach Talusa. Grob 3 Tage. Wenn nichts passiert. Hä?